Okay, hallo und willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sir Imro. Und zwar geht es diesmal um das schöne Spiel. Moment, ich will es eben holen. Eben Handgelenksschlaufe aufmachen. So, es geht dabei um The Legend of Zelda, Skyward Sword. Deswegen befinde ich mich auch gerade im Startbildschirm von meiner Wii. Ich werde jetzt auch gleich mal die CD einlegen. Ich habe sie noch nicht eingelegt, noch gar nicht. Also ihr seid jetzt gerade live dabei, wie ich zum ersten Mal Skyward Sword starte. Deswegen, es wird ein komplettes Blind Let's Play. Ich habe mir zwar den einen oder anderen Trailer angeguckt, aber mich nicht zu spoilern lassen und auch kein anderes Let's Play geguckt oder in irgendwas in der Art ein paar Bilder gesehen, aber großartig habe ich nichts gesehen. Also das heißt wirklich, es ist so gut wie alles neu für mich. Halt außer die Sachen, die normalerweise auch bei den ganzen Zelda-Teilen dabei sind. Naja, gut, ich werde jetzt mal eben einlegen und abwarten. Wie es mit der Steuerung ist, weiß ich deswegen auch noch nicht. Ich werde mal schauen. Ich hoffe mal nicht, dass ich hier zu beengt sitze. Oh, ich muss erstmal das Wii-System updaten. Na, das werde ich gleich rausschneiden, naja. So, da sind wir auch wieder. Ja, da sehen wir es. Das ist der Skyward Sword. Also, ich werde das jetzt gleich anfangen. Vorher noch, ich hatte mir eigentlich die Limited Edition mit der Controller bestellt, bei Amazon vorbestellt. Aber da Amazon ja anscheinend zu wenig bestellt hatte, um die dann weiterzuschicken an die Vorbesteller, stand da bei mir auf einmal anstatt 18., also der Erscheinungstermin gestern, der 24. und ich hatte keine Lust, so lange zu warten. Ich habe es deswegen wieder storniert und mir bei Mediamarkt heute, als ich mit meinem Vater da war, weil wir uns auch Skyrim gekauft haben. Ja, ich habe jetzt auch Skyrim, was ich aber nicht let's playen werde, glaube ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir dann das Zelda da auch geholt. Es gab zwar keine Limited Edition mit dem Controller, aber es ist mir jetzt egal. Ich wollte das Let's Playen und ich werde jetzt Let's Playen und ich freue mich da schon voll drauf. Und ja, dann mal rein ins Spiel. Ja. So, da. Mal eben die Vorschau angucken. Nicht schlecht. Ding. Ja, Handgelenksschlaufe habe ich ausnahmsweise so angelegt. Kalibrieren Sie die von Wii Motion. Bitte legen Sie auf eine flache Oberfläche. Moment. Okay. Drücke A. Ja, habe ich. Folgengeschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Ich muss ver hab vergessen, dass ich mitsprechen wollte. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft. Heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Urahnen erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen,
erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Naja, dann schauen wir mal weiter. Anleitungsfilm, wollen wir uns den angucken? Ich weiß ja nicht. Na komm, hau weg. Möchtest du dann mit dem. Möchtest du dir ein Video ansehen, in dem die Anbringung des Wii Motion Plus. Nein. Danke. Das kann ich doch vergessen. Naja, beginnen wir mal. Ja, speicher du mal. Echt irgendwie ein bisschen anders. Normalerweise. Na, ist ein bisschen ungewohnt, dass diese Bewegung. Ich weiß nicht. Sie sind wirklich ziemlich genau, aber. Krass. Naja, ja, wir lassen mal Link. Ich habe jetzt keine Lust, da Evanrode hin so hinzuschreiben. Oh, ich muss unbedingt. Ich muss die Tastatur mal ein bisschen weglegen. So. Vielleicht wird das jetzt besser. Okay. Link heißen wir. Schlecht. Ein Riesenvieh mit fiesen Zähnen. The Legend of Zelda 25th Anniversary. Ja. 25 Jahre Zelda. Nicht schlecht. Ein Vogel. Flieg, Vogel, flieg. Und noch einer, ein blauer. Durch die Lüfte auf zu einem auf zu einer Insel im Himmel, eine Himmelinsel, wie man will. Ja. Flieg, Vogel, flieg. Bring ihn, Vogel, bring ihn fort. An einen gewissen Ort, den ich nicht kenne. Tja. Ganz hübsch, der Ort. Zeit, deine Augen zu öffnen.
Bald, sehr bald schon, wirst du einen großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens.